Doppeltes XP-Wochenende und wir versuchen jetzt für Low- und Mid-Level einen schönen Spot zu finden für Hasel und Laube, wo man massiv gut XP machen kann plus gut Silber. Also direkt zum Windenbach hier und wir werfen raus unser Setup. Wir sind relativ flach hier unterwegs. Wir fangen mal erstmal an mit der Laube und das heißt, wir testen mit der Pose, mit der Stippe. Im Idealfall nimmst du einfach nur die Stippe, die man vom Anfang an hat. Die Telestick, das ganz einfache Teil. Wenn du schon ein bisschen weiter geskillt bist und Bock hast, ein bisschen Geld auszugeben, ich bin ein Riesenfan von den Bolognese-Routen. Das sind die billigsten Bolo-Routen, die man sich kaufen kann. Und die reichen auch komplett, denn wir sind hier nur super dünn mit 2,8 Kilo Mikrobraid unterwegs. 18er Haken, Fliege drauf, beziehungsweise Perlgraupenbrei und zack, geht es los. Und hier ist der Grund, warum wir auf Laube gehen wollen und nicht auf Giebel und Karauschen. Laube, guck dir das an. Mittelschweres Teil bringt schon 284 XP. 284 XP, doppeltes Wochenende, nochmal 284 XP. Premium haben wir natürlich aktiviert, nochmal 284 XP. Und weil wir jetzt gerade auch noch in der Happy Hour sind, haben wir eine Stunde lang das Ganze 1, 2, 3 nochmal verdoppelt. Sind also in Gänze mit einer ollen Laube bei 1700 XP. Bam! Und das ballert ja wohl extrem rein. Gerade im Low- und Mid-Level kann man damit halt richtig, richtig gut XP machen. Plus richtig gut Cash machen, denn die bringen auch noch gut Silber, diese Fische. Die wurden vor Monaten mal gebufft von R4, damit man auch im Low- und Mid-Level ein bisschen mehr Cash macht. Wenn wir jetzt nicht nur die Laube haben wollen, also Laube immer gerne ziemlich weit oben, Wasseroberfläche so um die 18 cm, passt immer wieder ganz gut. Wenn wir den Hasel zum Beispiel haben wollen, dann gucken wir da mal hier hinten. Wir sind hier direkt ja hinter dem Café. Beim Hasel gehen wir mal runter auf 35 cm. Das klappt immer ganz gut. Und verwenden im Idealfall vielleicht einfach nur einen Caster. Das andere machen wir mal hier weg. Also einfach nur Caster und raus damit. Wenn du Fliege nicht kaufen kannst, weil die Fliege vielleicht ausverkauft ist oder ist zu teuer, einfach nur mit Perlgraupenbrei. Perlgraupenbrei, super billig, kann man auch super schnell anfangs selber schon herstellen, ist einer der ersten Köder, die man herstellen kann. Und dann läuft das natürlich auch damit. Ihr könnt konstant mit einem 18er Haken vorgehen. Wenn ihr sagt, okay, ich versuche jetzt doch noch mal ein bisschen größeren Hasel zu fangen, dann vielleicht tendenziell eher Richtung 16er Haken. Ich würde tatsächlich, wenn die ersten paar Lauben drin sind, ihr habt ein bisschen Silber verdient, vielleicht langsam dahin gehen und einmal so ein Microbraid als Schnur kaufen. Denn diese Microbraid-Schnur hat zwar nur 2,8 Kilo Tragfähigkeit, aber das ist die dünnste Schnur im Game. 0,04 mm dick. Und das bedeutet eine super geringe Scheuchwirkung. Und gerade eben bei Hasel oder sowas lohnt sich das absolut. So, nochmal eben rauswerfen und dann wieder treiben lassen. Also 35 cm Tiefe. Man kann es auch mal ein bisschen tiefer gehen lassen, bis so 50 cm. Da einfach ein bisschen Variation reinbringen und dann gucken, dass man da den Hasel bekommt. Das ist jetzt sogar ein Hasel, der die kleine Form noch hat. Ich versuche jetzt gleich nochmal einen größeren zu fangen, aber auch hier sehen wir schon 700 XP für so ein kleines Exemplar. Gucken wir mal, ob wir so ein mittelgroßes Exemplar noch bekommen. Dann sehen wir, was da nochmal an XP reinkommt. Und dann müssen wir natürlich auch überlegen, was machen wir dann in der Nacht. Heißt also, hoppala, oh, noch bekommen. Heißt also, tagsüber hier eben auf dicke, fette Lauben, jawohl, 300 Silber, sehr schön, 300 XP. Nachts beißen die Lauben nicht so und nachts beißt auch der Hasel nicht so. Das bedeutet, wir brauchen in der Nacht etwas, was funktioniert. Und wenn du da ja im Idealfall auf Grund gehen kannst, dann kommst du da richtig gut weiter. Das heißt, im Idealfall geht man dann hier entweder am Windenbach auf Don Kaulbach oder sowas ähnliches oder am Moskitosee auf normale Kaulbarsche. Und da zeige ich jetzt gleich im Anschluss auch nochmal einen Spot, der im Moment ganz gut funktionieren soll. Das teste ich dann auch gleich nochmal, ob denn da dann am Moskitosee auch die Kaulbarsche gehen.
So, ich ziehe mal wieder ein bisschen weiter ein. Wenn er so weit wegtreibt, ist mir das zu weit. Dann ziehen wir einfach nur bis hier vorne. Bügel wieder auf, weiter treiben lassen. Und dann gucken wir mal, dass hier vorne vielleicht noch ein Biss kommt. So, aber nu, da geht wieder einer rein. Das ist doch gut. Und es ist ein Hasel. Es ist ein etwas größerer Hasel. Hasel, 250 Gramm Trophy-Gewicht. Das heißt, ein 100er Hasel, 100 Gramm Trophy, 100 Gramm als Gewicht oder 100 Gramm plus, bringt halt richtig gut. Das ist jetzt schon ganz okay mit 350. Also 2000 XP für so einen kleinen Fisch ist schon mal nicht so verkehrt. Und der nächste, jawohl, und hakt auch. Also, was dann wirklich gut funktioniert, achtet darauf, dass nicht zu viel Schnur an der Oberfläche ist. Also nicht so viel Schnur auf dem Wasser liegen lassen, die Rutenspitze ein bisschen heben, dass wenig Schnur direkt hinter der Pose auf dem Wasser ist, denn dann braucht das immer viel zu lange, bis dieser Anschlag direkt eben bei dem Fisch landet. Ja, und das kann sich doch alles sehen lassen. Also ich bin da ganz zufrieden. So läuft das. Und jetzt zeige ich euch gleich noch den Spot am Moskitosee, wo dann in der Nacht natürlich richtig gut Action ist fürs Angeln auf dem Kaulbarsch. Andere Möglichkeit, wie gesagt, hier oben in dieser Kurve am Camp auf 118 zum Beispiel oder auf 120. Wenn man da ungefähr 10 Meter weit rauswirft, hat man hier auch eine hervorragende Frequenz. Auch dazu gibt es schon jede Menge Videos auf dem Kanal. Vielleicht einfach mal reingucken, wenn ihr da noch planlos seid. Einfach mal in die Suche im Kanal reintippen. Kaulbarsch oder Donkaulbarsch oder einfach nur Windenbach. Da gibt es eine ganze Playlist zu und dann die ganzen Informationen aufsaugen, damit dann du als Angler die Erfahrung hast, wie das hier funktioniert und dann klappt das auch mit den XP. Wir sind am Moskitosee. Es ist zwar erst Mittag, aber ich gehe jetzt schon mal zu dem Spot und zeige, wo das funktionieren soll. Also das Ganze lohnt sich natürlich erst nach 22 Uhr. Also bis dahin kann man immer noch hervorragend lauben und Hasel stippen und danach geht es hier zum Anleger, zum Boot und dann gucken wir mal, dann sollen nämlich hier vorne die Kaulbarsche laufen. Wir bleiben beim 18er Haken, wir nehmen den Mistwurm oder einen Regenwurm und dann raus mit dem Setup und dann wird hier natürlich auf Kaulbarsche geangelt. Na, jetzt zur Tageszeit sind das wahrscheinlich hier gerade keine Kaulbarsche, sondern etwas größere Brocken, gucken wir mal eben. Normaler Barsch, ja. Und auch ein normaler Barsch, ihr seht es, bringt hier nicht wirklich viele XP. Also auch das lohnt sich hier gerade nicht. Hier gerade übrigens in Verwendung eine Medium-Light-Route. Daher gibt es dann hier nochmal einen kleinen Bonus, der dann eben auch nochmal am Ende draufgezählt wird. Ne? Am Ende kommt dann der Bonus da nochmal mit drauf. Aber auch das wird alles erklärt im XP oder im Doppel-XP-Wochenends-Video, wie das alles zusammengerechnet wird. Andere Spots, die auch immer wieder wichtig sind, ja, im Idealfall vielleicht einfach nochmal reingucken, Moskitosee, Kaulbarsch angeln, da werden einige Spots beschrieben. Hier vorne, also hier an der Ecke, hier sind so ein paar Seerosen, das lohnt sich. Hier oben an der Stelle, das lohnt sich immer wieder. Also das sind so zwei Stellen, die immer wieder richtig gut funktionieren. Aber auch hier am Campingplatz gibt es immer wieder so Grasflächen, wo man mal hingehen kann. Ja, vorher informieren oder während des Angelns einfach nebenbei noch ein bisschen Infos reinziehen, damit man dann effektiv auch die, hoppala, etwas Größeres, effektiv eben auch die Happy Hour nutzen kann. Und natürlich auch hier massiv XP machen kann, zumindest dann die Nacht über, dass sich das so einigermaßen lohnt. Ja, wir sehen also die normalen Fische, die halt überall so rumschwimmen, Güster, Rotaugen, Barsche, Giebel und Karauschen, die bringen alle nicht so viel XP, wie gerade schon gezeigt, Laube und wie der Hasel. Also rein auf Laube und Hasel, ein Vielfaches an XP. Wenn man das vergleicht in der Größe, ganz anderes Level. Katastrophe, 80 XP. Hier wollen wir auf jeden Fall nicht stehen, um hier den ganzen Tag oder eine ganze Stunde zu verbringen. Aber an der Belaya, da wollen wir stehen. Denn an der Belaya lohnt es sich natürlich auch. Auch hier könnte man den Tag über schön Spinning machen und nachts geht man dann auch hier zum Beispiel auf Kaulbarsch. Auch hier gibt es verschiedene Kaulbarsch-Spots, die immer wieder gut funktionieren.
Na gut, das ist zumindest noch einigermaßen okay hier für einen untermaßigen Fisch. Jetzt gucken wir mal, dass wir einen maßigen bekommen, der dann wenigstens vielleicht so im Kilobereich ist, ob sich das dann auch richtig lohnt. Und da kommt noch eine kleine Esche rein. Auch nicht verkehrt. Nehmen wir natürlich auch mit. Maßiger Fisch. Und auch hier sehen wir, naja, fast so viel wie Laube und Hasel. Also auch 1600 XP, 260 Basis XP. Also man kann mit diesen Fischen gut Cash machen und da läuft dann auch ein bisschen was. Aber man muss es halt ein bisschen probieren, man muss auch wissen, wo. Also Infos reinziehen, ab ans Wasser, rausziehen die Brocken, Silber machen und XP machen. Toi, 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 dass ihr schön euch im Level pushen könnt an diesem Wochenende. Wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, nicht vergessen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, Montags, Mittwochs und Freitags, 19 Uhr, Petri.